Jo Freunde, was geht und damit willkommen zur nächsten Folge von der Formel 1 Manager 22 Karriere. Im letzten Part waren wir in Monza unterwegs, das war echt das verrückteste Rennen bisher in der Karriere. Nämlich sind wir mit Strafen von Platz 19 und 20 gestartet und haben am Ende tatsächlich den Doppelsieg geholt. Und das eigentlich nur zum einen durch das Virtual Safety Car. Wir sind erstmal ganz gut durchgekommen, so auf Platz 9 und 10. Dann kam eben das VSC, die ganzen KI-Gegner sind eben schon relativ früh in die Box, weil die mit Soft gestartet sind. Wir konnten eben mit der anderen Strategie sehr spät dann erst beim VSC in die Box fahren. Das gleiche hat eigentlich Max Verstappen gemacht. Wir haben uns dann schön nach vorne gearbeitet, dann Russell vorbei, an Perez vorbei, auf die Plätze 2 und 3, sind immer näher an Verstappen rangekommen, bis auf 5 Sekunden. Aber dann hat sich Verstappen 6-7 Runden vor Schluss plötzlich doch noch dazu entschieden, noch einen Stop mehr zu machen, weil der eben mit den Soft unterwegs war. Und deshalb ist Verstappen nur 5. geworden und wir sind am Ende auf Platz 1 und 2 ins Ziel gefahren. Pierre Gasly wieder mal mit dem Sieg in Monza, wie schon damals bei Alpha Tauri, und Piastri eben auf Platz 2. Und damit haben wir jetzt einfach die Fahrerwertung und die Konstrukteurswertung übernommen, also die Führung. 9 Punkte vor Red Bull und bei der Fahrerwertung einen einzigen Punkt vor Max Verstappen und Piastri eben auch nur 11 Punkte hinter Verstappen. Also echt unfassbar, die letzte Folge war mega geil, Freunde. Lasst gerne zum Start auch wieder ein Like heute da. Wir machen heute weiter in Singapur. Könnte eigentlich auch ganz gut unserem Auto liegen, ist eben eine kurvige Strecke. Es wäre eigentlich auch schlauer gewesen, hätte ich alle Teile einfach ausgetauscht. Ich wusste halt nicht, dass man von ganz hinten startet, wenn man eben den Motor austauscht. Das ist ein bisschen blöd, weil ich hätte genauso gut auch ERS und Getriebe noch austauschen können, weil das auch schon relativ kaputt ist bei 53%. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da vielleicht nicht sogar auch irgendwann eine Strafe wieder in Kauf nehmen sollte. Aber was ihr auf jeden Fall reingeschrieben habt, dass ich am besten fürs Training einfach die schlechten Teile einbauen soll. Es sind ja noch insgesamt 6 Rennen und da muss man wahrscheinlich das ERS noch irgendwann austauschen. Ich mache, glaube ich, das hier einfach mal, Trophäenraum verbessern. Da kommt die Moral, geht da ein bisschen nach oben bei den Fahrern. Ist, glaube ich, ganz gut eigentlich, dauert nur eine Woche. Also das kann man safe machen. Der Rest ist eigentlich relativ egal aktuell noch. Ich habe ja gefragt, was ich verbessern sollte. Ich habe leider noch nicht die Folge veröffentlicht, deshalb habe ich da noch keine Vorschläge. Aber ich denke, sonst gibt es ja eigentlich nicht wirklich viel, was man jetzt auch unbedingt machen sollte für das Ende der Saison. Irgendwas, womit die Fahrer einfach besser werden und so weiter. Ja, damit würde ich sagen, legen wir los mit Singapur. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ah, stimmt, wir hatten ja noch einige Tage Zeit. Okay, Unterboden ist anscheinend knapp. Oh ja, wir haben davon nur 2 Stück. Dann schauen wir mal rein. Bauen wir davon nochmal 2 Stück. Dürfte passen. Der Trophäenraum wurde auch schon mal verbessert. Sehr schön. So, das dürfte alles passen. Wir legen damit eben los mit dem Rennwochenende. Ich denke mal, die Trainingszeiten werden jetzt nicht so extrem überragend, weil ich, wie gesagt, das alte ERS verwende. Wir sind langsamer als Verstappen. Boah, da haben einige Fahrer aber Strafen. Beide Ferrari, Valtteri Bottas und ja, Lewis Hamilton auch noch. Also theoretisch, wenn, dann könnte man eigentlich heute wieder quasi eine Strafe in Kauf nehmen. Weil so viele Plätze würde man, glaube ich, nicht verlieren. Wie gesagt, ERS ist, glaube ich, nur 5 Plätze. Im Normalfall müsste es relativ wenig Strafe dann dafür geben. Setup sieht schon mal ganz okay aus. Also einige Dinge großartig, aber muss natürlich noch verbessert werden. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, Heckflügel gehe ich mal so in die Richtung. Supportet auf jeden Fall nochmal das Ende von der Saison. Weil wenn wir Weltmeister werden, dann war es das eben auch mit dem Projekt, mit der Formel 1 Manager-Karriere. Macht mir auf jeden Fall aktuell echt mega viel Spaß. So viel Spaß wie eigentlich noch nie im ganzen Projekt, weil wir jetzt einfach wirklich eine gute Chance haben, Weltmeister zu werden. Wir fahren gegen Max Verstappen Rennen für Rennen und das macht es einfach umso spannender und richtig geil. Jetzt sind wir wieder mal hinter Verstappen auf Platz 2 und 3, also der wieder mal relativ schnell, der Niederländer. In Monza hatten wir das gleiche Bild, in Qualifying waren wir dann doch besser als im Training. Wie gesagt, ERS muss ich da noch austauschen. Ich glaube, das kann man nach dem Training hoffentlich noch machen, ohne dass man irgendwie Zeit in Qualifying verliert. Oh, drittes Training sieht aber echt stark aus. Wir sind Erster und Zweiter vor beiden Red Bull, Freunde, mit der 1.38.3. Genaues Setup ist okay, 87%. Bei Piastri muss es aber noch besser werden. Ich schau mal kurz rein, also zeitenmäßig, ja okay, drittes Training war ein bisschen langsamer als die vorherigen Sessions. Wie gesagt, ERS muss ich, glaube ich, schon irgendwann nochmal austauschen. Das ist echt blöd. Hätte ich das gewusst in Monza, dann hätte ich natürlich alles einzeln direkt mal ausgetauscht und nicht nur den Motor. Jetzt geht es los mit der ersten Session. Also hier Singapur auch sehr, sehr cool im Dunkeln. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr so gut erinnern an das Rennen aus der ersten Saison. Vor allem, dass wir da überhaupt gefahren sind, habe ich gefühlt gar keine Ahnung mehr. Ist eben alles schon echt lange her, die erste Saison. Ist halt schon krass, wenn ich halt ein Video pro Woche veröffentliche. Alter, was sind das denn für Zeiten? 1.36.0. Wir sind über 2 Sekunden besser als im Training, glaube ich. Ich glaube, das sind richtig schnelle Rundenzeiten, oder? Also wir sind deutlich vor Alpha Tauri. Perez ist 13. langsamer. Wir holen locker die erste Startreihe. Zumindest, ja okay, Verstappen ist schnell. Dritter und Zweiter werden wir schon mal sicher. Also maximal Verstappen
Verstappen wird uns heute wahrscheinlich schlagen. Vielleicht so in diese Richtung. Dann fahren wir einfach nochmal mit irgendwelchen Reifen raus, einfach mit Intermediates. Genauso bei Piastri, 85 ist in Ordnung, aber geht schon noch ein bisschen besser im Normalfall. Session ist zu Ende. Verstappen hat sich tatsächlich nochmal verbessert. Damit sind wir Erster und Dritter. Verstappen 2000 langsamer. Piastri fährt nochmal schneller in Q2 mit angefahrenen Reifen. Die 1,35,8, Alter. Das sind schon extrem gute Rundenzeiten, muss man ehrlich sagen. Einfach 8 Zehntel vor Charles Leclerc, 5 Zehntel vor Max Verstappen. Also jetzt haben wir echt wieder absolut die Überhand vom Auto her, muss ich sagen. Ich habe ja gedacht, dass Singapur uns ganz gut liegen könnte. Und das hat sich mehr als bestätigt. Wir sind absolut die Schnellsten hier im Feld. Also Q2 beenden wir auf Platz 1 und 2. Sehr starke Leistung, Freunde. 1,35,8. Los geht es mit der dritten Session. Ich denke, die Pole Position wird eigentlich nur heute über einen Williams von uns gehen. Ich denke, dass die Konkurrenz da gar keine Chance haben wird. Ich bin mal gespannt. Also Hamilton, Perez fahren auch 1,36er Zeiten. Hoffentlich toppen wir das wieder mal. Oh, Verstappen diesmal auch unter der 1,36. Aber ich denke, das müsste Piastri eigentlich wieder schaffen, wie in der vorherigen Session. Jawohl, er schafft es, 1,35,8 und Gasly direkt dahinter, eine Zehntel langsamer. Und das dürfte es eigentlich schon gewesen sein mit der Pole im Normalfall. Außer Verstappen schafft noch ein Wunder. Aber bei Gasly sehe ich da noch ein bisschen die Gefahr. Also Gasly sollte sich am besten nochmal ein bisschen verbessern. Jetzt nochmal kurz vor Schluss auf der Rennstrecke hier eine Minute. Keine Ahnung, warum die das irgendwie bei der KI verändert haben, weil es war ja eigentlich immer so der Fall, dass die KI auch extrem spät rausgefahren ist, also vor irgendeinem gewissen Update. Aber jetzt fährt die KI auch immer relativ früh auf die Strecke am Ende von Q3. Mal schauen, Piastri grün im ersten Sektor, Gasly ebenfalls. Also dürfte, glaube ich, noch eine Verbesserung geben. Verstappen kann sich verbessern, nur minimal. Das heißt, einer von Williams steht auf jeden Fall ganz oben auf der Pole. Oh, Gasly war nochmal richtig eng, 11.000stel. Und Piastri konnte sich, glaube ich, auch nochmal verbessern. Okay, also damit nochmal Verstappen, noch weiter distanziert. Und damit am Ende Piastri auf Pole Position, Gasly Zweiter. Und ja, ich werde jetzt, glaube ich, keine Strafe in Kauf nehmen, weil ich will schon von Reihe 1 gerne starten. Würde ich jetzt hinter Verstappen oder so stehen, könnte man das schon machen. Weil dann wäre, glaube ich, eben Sainz, Leclerc und Hamilton trotzdem hinter uns, weil die eben auch Strafen haben. Ich denke, von der Pace her heute dürfte das echt gar kein Problem sein. Strategisch dürfte, glaube ich, ein Stop auch passen, sogar mit Soft und Mediums, oder? Also so ungefähr in Runde 25. Sieht doch ganz gut aus von der Strategie. Oder mit harten Reifen, aber das wäre viel langsamer. Ja, wir machen einfach das hier. Piastri auf der Pole Position, sein Teamkollege direkt dahinter. Bin schon sehr gespannt, aber eigentlich dürfte es da kein Problem sein, da jetzt wieder mal zu gewinnen, weil wir waren echt im Qualifying sehr, sehr stark. Los geht es, alle auf Soft gefühlt. Piastri kommt schon mal ganz gut weg, Gasly allerdings auch. Mal schauen, was da jetzt so abgeht. Die beiden fahren nebeneinander in die erste Kurve rein. Wird relativ eng da zwischen den beiden. Gasly hinter, oh, neben Piastri. Und Pierre Gasly kann sich erstmal durchsetzen. Ist erstmal Erster. Also Gasly hat es, glaube ich, geschafft. Oh, das wird ganz schön eng zwischen den beiden. Bitte keinen Unfall bauen. Und Piastri ist doch wieder vorne. Alter, okay, dann lasse ich das erstmal so. Dürfte passen. Dabei belassen wir es erstmal. Lieber erstmal entspannt fahren, keinen Unfall riskieren. Auch wenn Piastri jetzt gewinnt, das ist halt jetzt ein bisschen schwer abzuwägen, weil beide sind noch locker im WM-Game mit dabei. Weil wenn Piastri gewinnen würde, Verstappen Dritter, ist der auch nur noch ein Punkt hinter Verstappen. Aber wenn halt Gasly gewinnt, dann würde der Verstappen nochmal deutlich distanzieren in der Fahrerwertung. Das ist halt so eine Entscheidung, die man auf jeden Fall spätestens im übernächsten Rennen mal treffen muss, welchen der Fahrer man präferiert für die WM. Weil irgendwann muss man dann natürlich eine Entscheidung treffen, ganz klar. Weil wenn man da sich gegenseitig die Punkte wegnimmt, am Ende doch Verstappen Weltmeister wird, das wäre es. Ja, aber noch lasse ich die auf jeden Fall frei fahren. Natürlich darf kein Unfall passieren. Das wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf Push-Modus, damit wir Verstappen einfach abhängen und er quasi kein DRS bekommt. Ich denke, machbar ist das auf jeden Fall. Wir schauen mal, ein bisschen pushen. Hier kommen noch ein paar Tausendstel und dann sind wir quasi weg von Verstappen. Das wäre schon mal ganz praktisch, um uns da einfach abzusetzen. Sieht gut aus. Wir sind schon mal über eine Sekunde vorne. Verstappen bekommt kein DRS. Sehr, sehr nice, Freunde. Können wir erstmal hinterherfahren, wie immer. Einfach Benzin sparen. Dann dürfte das passen. So ähnlich wie in Ungarn. Aktuell erstmal ganz entspannt das Rennen verwalten von Platz 1 und 2. Verstappen und Perez sind da sogar. Oh, am Fighten. Perez ist vorbei. Das wäre natürlich auch ganz praktisch, wenn sie sich gegenseitig die Punkte da so ein bisschen wegnehmen, die beiden Red Bull.
auch. Und Gasly kann auch schön Benzin sparen, also das ist schon ganz gut aktuell, wie es läuft. Wie gesagt, Boxenstopp Runde 25 ungefähr. Der Reifenverschleiß ja hier in Singapur relativ gering im Vergleich zu anderen Rennstrecken. Das Einzige, was ich nicht geschaut habe, genau Regen, aber gibt es keinen. Oh, es gab einen Unfall, Freunde. Und zwar, glaube ich, Sebastian Vettel hier im Alfa Romeo. Der ist hinten drauf gefahren. Oh, okay, in den Alpine rein. Ja, Gasly macht mittlerweile aber ganz gut Druck auf seinen Teamkollegen. Wie gesagt, man kann auch zwischendurch vielleicht einfach mal noch die Plätze tauschen, damit nicht nur Gasly Benzin sparen kann, sondern auch mal Piastri, weil wir haben jetzt schon fast eine Runde Benzin im Plus. Also man hätte beim heutigen Rennen, wenn es wirklich so einfach ist wie jetzt, schon 4 Sekunden Vorsprung, dann hätte man halt ganz ehrlich auch schon hier heute quasi die Strafplätze in Kauf nehmen können für das ERS, weil wir hätten uns dann locker sowieso durchgesetzt und wären jetzt wahrscheinlich auch schon wieder Erster und Zweiter. Also schon krass der Pace-Unterschied heute, absolut ein Klassenunterschied, so ähnlich wie in Sandford Red Bull uns deklassiert hat. Genauso machen wir es heute anscheinend. Das Auto hier auf der Strecke liegt einfach wie ein Brett. Also ich denke, da wird nichts im Wege stehen, außer halt ein Unfall. Ansonsten müssen wir das Rennen hier locker auf Platz 1 und 2 beenden können. Ganz entspannt hier, auch schön hier in Singapur. Das Nachtrennen, Piastri entspannt Erster, Gasly aktuell Zweiter. Und so viel wird, glaube ich, auch nicht aktuell passieren. Also je nachdem, was dann mit den Boxenstops abgeht. Ihr könnt auch gerne mal nochmal reinschreiben, ob überhaupt noch jemand da draußen das Spiel spielt, Formel 1 Manager. Es haben ja viele Leute in den Kommentaren auch gezockt, aber sind dann wahrscheinlich doch schon viel, viel weiter, weil wir haben jetzt schon einfach Februar und sind immer noch in der zweiten Saison, obwohl das Spiel schon echt übel lange draußen ist, über ein halbes Jahr. Schon krass, wie lange ich eigentlich dafür gebraucht habe. Zum Beispiel im Vergleich, wie ich die Formel 1 Karriere durchgezogen habe. Innerhalb von 3-4 Monaten quasi 3 Saisons gefahren. Vorsprung mittlerweile schon 8,4 Sekunden auf Perez, also das ist echt unglaublich. Wenn das so weitergeht, haben wir am Ende des Rennens locker 20-30 Sekunden Vorsprung auf die Red Bull. Also das ist schon krank, wie der Unterschied sich da eingestellt hat. Verstappen fährt jetzt schon in die Boxengasse. Digga, warum so früh? Wir haben jetzt die Reifen immer noch super. 69%, alles in Ordnung. Und vor allem Gasly 2,2 Runden Benzinüberschuss. Ist, glaube ich, auch ganz gut. Also damit kann man quasi den Motor, glaube ich, weniger belasten. Oh, warte mal, Virtual Safety Car. Kann man sich eigentlich überlegen, also egal mit wem der beiden Fahrer, kann man eigentlich schon mal machen, einen VSC ausnutzen, ganz ehrlich. Bei Piastri bin ich mir aber nicht sicher, weil die Mediums halten bei ihm niemals so lange bis zum Rennende. Ich würde sagen, ich fahre einfach bei Gasly rein, weil ich würde schon gerne die Strategie einfach mal splitten. Wir haben sowieso mehr als genug Reserven, das passt dann. Also Gasly fährt auf den harten Reifen. So, Gasly kommt aus der Boxengasse natürlich deutlich vor den Red Bull raus, also schon krass. Wir waren in der Boxengasse und sind deutlich vor Red Bull, 17 Sekunden, also quasi nochmal 10 Sekunden fast gespart durch das VSC. Also bin ich mal gespannt, welche Strategie die bessere sein wird im Long Run, entweder die von Gasly oder die von Piastri. Piastri hat halt den Vorteil, dass er jetzt erstmal mit den Soft noch ein bisschen länger durchziehen kann und dann eben auch mit den Mediums die besseren Reifen haben wird. So, Piastri darf mal ein paar Runden nochmal pushen, würde ich sagen, so 1-2 und eventuell die schnellste Rennrunde mal hinlegen. Ich würde sagen, ich kann dann so in Runde 26, 27 ungefähr reinfahren, weil Piastri ist sowieso noch sehr, sehr schnell aktuell unterwegs und die Reifenreserven sind noch sehr, sehr gut. Aber echt verrückt, wie gering der Reifenverschleiß hier in Singapur ist. Wir haben 46% bei den Soft und wir haben schon 26 Runden hier geschafft. Ich würde sagen, jetzt kann man in die Boxengasse fahren in Runde 27 und dann fahren wir quasi 34 Runden auf den Mediums nochmal zu Ende. Und Pierre Gasly ist 20 Sekunden immer noch dahinter, also relativ konstant sogar von der Zeit her. Gasly sogar ein bisschen näher rangekommen, komischerweise. Die Pace mit den harten Reifen auch echt solide, muss ich sagen. Ja, Gasly übernimmt damit eben die Führung und das sogar relativ weit vor Piastri, wobei es geht sogar. Knappe 10 Sekunden müssten das sein. Ne, sind sogar nur 6 Sekunden. Also gar nicht mal schlecht von Piastri eigentlich. Wir haben die frischeren Reifen und ja, können mit beiden Fahrern durchfahren. Also bin ich mal gespannt, wer davon quasi am Ende die Nase vorne haben wird. Bin mal gespannt, wie die Pace nachher sein wird, also gegen Ende des Rennens vor allem, weil ich denke, Piastri wird gleich vorbeiziehen und dann kann Gasly sich wahrscheinlich erstmal dran halten mit den harten Reifen. Also die Strategie von Gasly war anscheinend doch nicht so extrem schlau, aber ich bin mal gespannt, vor allem gegen Ende des Rennens. Wie gesagt, jetzt schauen wir mal. Ich gehe einfach mal rein mit Überholmodus, weil ich denke, der ist sowieso viel schneller und da wäre es einfach schlauer, sich hinterherziehen zu lassen von Gasly. Jetzt kommt Piastri vorbei, übernimmt wieder die Führung von seinen Kollegen und damit ist Piastri eben wieder Erster. Also die Strategie von Piastri war anscheinend doch besser. Was ist das denn für eine riesige Gruppe von Valtteri Bottas? Der hält da Fahrer bis zu Platz 12 alle auf. Also von Platz 5 bis 12 hält Bottas alle Fahrer auf. Das ist halt das Problem in Singapur. Man kann nicht wirklich überholen. Ey, das ist aber echt unglaublich stark, was wir heute für ein Rennen abliefern. Hätte ich niemals gedacht. Und jetzt
hier mit dem besten Auto. Also wir sind so viel schneller als Red Bull. Boah, mir fällt gerade auf, ich habe das eigentlich nie gemacht, und zwar die Temperatur- und Zustandsbefehle. Manchmal gab es ja Beschwerden, dass sich die Reifen überhitzt haben. Ja, das ERS ist gleich auch schon wieder im gelben Bereich. Oh Mann, also wie gesagt, es wäre schon gut, das nochmal auszutauschen irgendwann. Oh, was denn jetzt los, Freunde? Safety Cars draußen. Alles klar. Dann würde ich sagen, kann man nochmal in die Boxengasse, oder? Und zwar komm einfach nochmal auf Soft, ganz ehrlich. Und je nachdem, ob noch Gefahr kommt von Red Bull, ich glaube eher nicht, aber trotzdem. Die holen halt quasi den ganzen Vorsprung auf. Ist ein bisschen schade, weil der Vorsprung sah schon echt schön aus auf dem Papier. Fast 30 Sekunden auf den Red Bull. So, Wechsel auf Soft haben wir gemacht. Genauso wie die Gegner machen das eben auch. Red Bull alle natürlich am Start, jetzt auf Soft. So, Safety Car endet. Jetzt bloß nicht mehr, dass wir irgendwie den Platz verlieren gegen Perez. Das wär's ja noch. Jetzt kommt gleich der Restart, Freunde. Ich bin mal gespannt. Safety Car fährt rein. Jetzt geht es wieder los. Piastri führt das Rennen an. Und Gasly ist dahinter. Ich hoffe mal, dass keine Attacke kommt von Perez. Ah, jetzt geht's los. Okay, Freunde, let's go, der Restart. Oh, Piastri. Ne, Gasly macht aber Druck gegen Piastri. Oh, oh, das wird ein bisschen eng. Also jetzt ist der Reifenvorteil von Piastri nicht mehr am Start mit den Mediums. Und damit kommt Gasly fast außen vorbei. Und jetzt hier die Onboard. Und Gasly schafft es, glaube ich, Freunde. Er übernimmt wieder die Führung. Gasly schafft es durch das Safety Car. Weil mit den harten Reifen hätten wir keine Chance mehr gehabt mit Gasly. Und damit ist er vorbei. Also Gasly überholt seinen Teamkollegen, Freunde. Ja, Pace sieht aber auch wieder genauso stark aus. Jetzt schon fast die Sekunde Vorsprung auf Red Bull. Gasly mit der neuen schnellsten Rennrunde. Jetzt hat Piastri DRS. Aber naja, das dürfte erstmal passen. Ich will ja, normalerweise wollte ich ja nicht wirklich eingreifen. Aber jetzt hat halt Gasly Piastri durch das Safety Car wieder zurück überholt. Mir ist jetzt eigentlich egal, wer gewinnt, aber ich möchte jetzt eigentlich auch nicht mehr was riskieren quasi mit den beiden, wenn die sich duellieren. Gasly hat halt die beste Chance ausgenutzt nach dem Restart direkt. Also von der reinen Pace auf der Strecke her muss ich schon sagen, dass Piastri auf jeden Fall eigentlich eher den Sieg heute verdient hätte. Also wenn man es auch auf die gesamte Saison betrachtet sieht, ist eigentlich Piastri auf der einzelnen Runde auf jeden Fall der schnellere Fahrer, aber er hat halt immer mal mehr Fehler gemacht, beispielsweise in Österreich, und deshalb hat halt Gasly jetzt aktuell mehr Punkte. Aber egal, die letzten Runden lasse ich jetzt mal wirklich alles auf Standard bei jedem gleich, damit wir mal sehen können, vielleicht schafft es Piastri ja noch mal. Piastri hat ja auch endlich mal ein Rennen gewinnen können in der Saison. Hat ja schon etwas länger gedauert. Jetzt kommt die letzte Runde. Also wir schauen mal, Piastri, ob der noch eine Chance hier hat, ob der sich durchsetzt. Das wär's ja noch, Freunde, die letzte Runde. Aber wirklich ganz entspannter Sieg hier am Ende. Wären locker 40 Sekunden gewesen ohne Safety Car. Jetzt kommt nochmal Piastri mit der Attacke. Die letzte Chance von ihm. Er schafft es nicht, Freunde. Und damit bleibt Gasly vorne und gewinnt wahrscheinlich hier das Rennen und fährt damit zum mittlerweile 5. Saisonsieg oder so. Also schon krass, es läuft mittlerweile. Wir haben das mit Abstand beste Auto aktuell und wir gewinnen wieder mal Doppelsieg. Gasly vor Piastri. Jawohl, Freunde. Und damit bauen wir die Führung aus. Leider Verstappen. Boah, der ist doch noch Dritter geworden. Schade. Also Perez hätte es fast geschafft mit P3. Das wären nochmal 3 weitere schöne Punkte gewesen. Aber egal. Das heißt, sie bauen die WM-Führung aus auf, glaube ich, 12 Punkte jetzt mittlerweile. Also echt ganz, ganz starke Leistung. Und das ist, glaube ich, übrigens auch Pierre Gasly. Also ich finde es mega dumm, dass jeder Fahrer genau den gleichen Helm hat anscheinend. Also Gasly hat den gleichen Helm wie Piastri. Bisschen dämlich, dass man da nichts verändern kann. Naja, egal, Freunde. Wir haben den Sieg wieder. Doppelsieg. Unfassbares Ding. Echt krasse Leistung heute. So ein kranker Pace-Unterschied. Das ist echt nicht mehr normal gewesen. Jetzt eben 12 Punkte Vorsprung. Sehr schön. Und selbst Piastri nur noch 8 Punkte hinter Max Verstappen. Und bei den Konstrukteuren sind wir mittlerweile 26 Punkte vor Red Bull. Boah, das ist schon stark. Also echt geil. Sehr schöne Leistung. Gasly mittlerweile 5 Siege. Frontflügel ist auch fertig. Sehr schön. Dann schaue ich mal rein, wann das nächste Rennen ansteht. Oh, in 4 Tagen schon. Alter, das ging schnell. Dann schauen wir mal rein. Ich würde sagen, wir haben genug Geld. 24 Millionen. Kann man ganz ehrlich direkt auch den Frontflügel anfertigen lassen. Und zwar schnell dürfte sogar passen, glaube ich. 4 Tage. Kann man machen, Freunde. Dann bauen wir mal 2 schnelle. So, dann schauen wir mal nochmal rein, was ich machen könnte. Vielleicht nochmal Unterboden, aber wie gesagt, das bringt halt alles echt eigentlich gar nichts mehr. Das wäre sogar schlechter. Frontflügel haben wir. Ja, da könnte man noch was rausholen. Okay, krass. Hätte ich nicht erwartet, dass der Frontflügel noch so viel bringt. Also Frontflügel anscheinend das Maß aller Dinge. Genau, da kann man noch einiges sogar rausholen. Sehr schön. Also hier die Prozente. Knappe 2-3% über
Spezial nochmal. Das machen wir, Freunde, und zwar ja nochmal schnelle Entwicklung. 35 Tage, die Saison ist ja sowieso dann schon bald zu Ende, glaube ich. In knapp 2 Monaten oder so. Dürfte also passen. Nochmal den Frontflügel gestartet. So, die Entwicklungspunkte. Gasly mache ich mal Kurvengeschwindigkeit. Sehr schön, Freunde. Design abgeschlossen. Von der Aufhängung auch fertig. Da schauen wir auch nochmal rein. Wir machen einfach Notfall. Scheißegal, wir haben genug Geld eigentlich. Wir haben so viel Geld aktuell, da kann man einfach alles rausballern. Damit haben wir schon mal noch bessere Teile für Japan. Das ist auch perfekt. So, Fertigung abgeschlossen. So, Frontflügel wird eingebaut. Genau, da sehen wir ihn eben. Bisschen besser. Und damit kommen wir wieder ein bisschen nach vorne. Oh, da hat anscheinend auch ein Team wieder nachgelegt. Weil jetzt sind wir nur noch 11 da bei der Höchstgeschwindigkeit gewesen. Aber damit kommen wir quasi wieder nach ganz vorne. Sehr schön. Aufhängung hatten wir ja auch irgendwas Neues. Genau die hier. Boah, die bringt auch noch ein bisschen was. Bremsenkühlung zwar schlechter dafür. Höchstgeschwindigkeit geht nach oben. Jo, und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende von der heutigen Folge. Lasst gerne wie immer ein Like da. Hier das aktuelle Auto sieht wieder ganz gut aus. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr eben neu seid, keine weiteren Videos verpassen wollt. Wir sind Erster, nach wie vor in beiden Wertungen. Sehr, sehr stark. Heute wieder mal der Doppelsieg. Also aktuell sehe ich keinen Grund, was uns noch aufhalten könnte, um hoffentlich mal beide Titel zu holen. Also echt krass. Hätte ich nicht gedacht, nachdem wir so eine lange Durchstrecke zwischendurch hatten. Und dann kam ja irgendein Update, was uns wieder deutlich nach vorne geworfen hat in Frankreich. Und seit dann läuft es auf jeden Fall richtig gut. 12 Punkte vor Verstappen. Ist zwar immer noch extrem gering der Vorsprung, aber wenn es so weitergeht, dann dürfte, glaube ich, dem Titel nichts mehr im Wege stehen. Sind aber immer noch 5 Rennen, die wir fahren müssen. Und schreibt auch gerne rein, was ich, wie gesagt, mit dem Geld noch machen soll. Und ja, genau. Und ansonsten könnt ihr auch gerne mal reinschreiben wegen der Strafe. Also das mit dem EAS, das werde ich, glaube ich, sowieso dann bald mal machen müssen, weil die sind, wie gesagt, schon wieder relativ gut abgenutzt, auf unter 50% schon fast. Also damit war's das. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Part. Und ciao.